Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es um eine Frage, die mir öfter mal gestellt wird im Bereich Jazz. Nämlich, meine Schüler fragen mich häufig, gerade die Anfängerschüler, muss ich nicht erst richtig gut Saxophon spielen können, bevor ich mit dem Jazz beginnen kann? Oder anders ausgedrückt, kann ich gleichzeitig an meinen Saxophonfähigkeiten arbeiten und improvisieren und Jazz spielen? Und die Antwort auf diese Frage ist relativ einfach. Einerseits, klar, muss ich sagen, du brauchst schon gewisse Basic Skills oder Fähigkeiten auf dem Instrument, um Musik zu machen. Aber das Genre ist da letztlich egal, ob ich jetzt eine Jazzballade spiele oder ein Popmusikstück. Ne? Also in gewisser Weise solltest du schon wissen, wie das Saxophon so in groben Zügen funktioniert. Aber dann kann ich gleichzeitig auch sagen, es ist letztlich egal, welches Genre du spielst, weil du kannst, wenn du Jazz spielen möchtest, auch sehr viel an allgemeinen Basic-Dingen für Saxophonspiel üben. Und heute möchte ich dir zeigen, wie das gut gelingen kann und welche Möglichkeiten hier bestehen. Schauen wir uns jetzt an, welche Aspekte entscheidend sind, wenn du Jazz lernen möchtest, wenn du improvisieren möchtest. Das sind für mich drei Aspekte. Auf der einen Seite Technik, Theorie, dann Repertoire und Jazz Language. So, was bedeuten diese drei Punkte jetzt im Einzelnen? Mit Technik, Theorie meine ich so etwas wie Wissen um Akkorde, ne? Was sind Akkorde? Akkorde üben, Skalen üben, also Tonleitern üben, Basslinien üben, Musiktheorie verstehen, Harmonielehre verstehen, ne? Das ist so der erste Bereich. Der zweite Bereich Repertoire, da müssen wir gar nicht groß überlegen, das sind natürlich die Jazz-Standards, die du lernst, ne, damit du weißt, welche Stücke eben relevant sind, damit du gut mit anderen zusammenspielen kannst und eben hier die wichtigsten Dinge kennst. Und der dritte Punkt, Jazz-Language, heißt in dem Fall, dass du weißt, hey, wer sind die wichtigsten Saxophonisten, dass du schon mal ein Solo nachgespielt hast von einem Saxophonist, dass du Bescheid weißt über Phrasierung, Artikulation, was ist Swing, was bedeutet eine ternäre Phrasierung, wie phrasierst du im Bossa Nova, ne? All dies ist sozusagen Jazz Language, also das, was den Jazz so besonders macht. Ja, und das Konzept, was ich dir in diesem Video vorstellen möchte, sagt jetzt nichts anderes als, es ist egal, welchen Bereich du üben möchtest, wenn du Jazz spielst, also egal ob Theorie, Technik, Repertoire oder Jazz Language, all diese drei Bereiche kannst du auch benutzen, um die Basics oder instrumentenspezifisch, ne, zu arbeiten und auf dem Saxophon besser zu werden. Das heißt, egal was ich übe, ich kann alles immer auch in Bezug auf die Erfordernisse meines Instruments üben. Zum Beispiel, wenn ich die Intonation auf meinem Instrument verbessern möchte, kann ich zum Beispiel hingehen und kann sagen, okay, egal was ich übe, ich versuche immer das Stimmgerät dabei zu haben oder ich versuche zum Beispiel Standards, bei denen ich das Thema in unterschiedlichen Lagen spielen kann, das in der tiefen Lage zu spielen, aber auch in der hohen Lage zu spielen, ne, und versuche somit alles, was ich im Bereich Jazz spiele, auch mit dem Aspekt Intonation zu verknüpfen. Anderes Beispiel, Phrasierung, Timing, Technik. Ne? Also auch hier, wenn ich sage, okay, ich möchte eine Swing-Phrasierung üben, so kann ich, egal was ich üben muss für Saxophon, kann ich diese Swing-Phrasierung üben. Ne? Indem ich zum Beispiel sage, okay, ich muss heute die Dur-Tonleitern üben, also werden die mal mit Swing-Phrasierung geübt. Oder die werden mit Metronom geübt, um die Time, um dein Timing zu verbessern. Eine dritte Möglichkeit, die Basics des Saxophonspiels zu übertragen in deine Jazzübungen, wäre zum Beispiel eine Longtone-Übung. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich muss eine Einspielübung machen mit Longtones oder ich möchte eine Einspielübung machen mit Longtones und du möchtest es aber nicht jetzt so langweilig gestalten, dass du nur irgendwelche Töne spielst, kannst du auch sagen, okay, ich nehme mir jetzt einen Standard, was weiß ich, Blue Bossa und spiele da jetzt die Grundtonbewegung. Ne? Also ich spiele nur ganze Noten und übe die Grundtonbewegung. Hast du quasi deine Longtone-Übung damit direkt integriert. So, und da ihr natürlich wisst, dass ich immer einen sehr starken Praxisbezug habe, gibt es jetzt zum Abschluss nochmal alles, was ich eben aufgezählt habe, umgesetzt am Saxophon. Das heißt, üben in unterschiedlichen Lagen, sprich Intonation. Wir spielen das Thema von Blue Bossa in unterschiedlichen Lagen.
Dann eine Technikübung zum Thema Phrasieren. Ich spiele die Akkorde von Blue Bossa in unterschiedlichen Phrasierungsmöglichkeiten, Phrasierungsstilistiken. Und die dritte Übung, Longtone-Übung, Grundtonbewegung, lange Töne aushalten. Ja, somit sind wir am Ende dieses Videos angekommen und mein Fazit lautet, egal was du instrumententechnisch gerade üben musst, du hast meistens sehr gute Möglichkeiten, das auch im Jazzbereich anhand eines Jazzstandards zu üben. Und das ist natürlich auch immer vom Üben her etwas, was sehr lebendig ist und was sich direkt sozusagen auch in eine praktische Umsetzung bringt. Und das sehe ich bei meinen Schülern, das ermutigt die auch immer sehr, beim Üben dran zu bleiben. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass gerne ein Like da und schreibe dein Feedback hierzu gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald wieder in einem der nächsten Videos. Bis dahin und schöne Grüße.